C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich hoffe, das Video wird nicht so chaotisch wie das andere Haul-Video. Meine Schwester und ich waren ja in der STS shoppen und wir haben bei den Klamotten geschaut, weil ich habe in letzter Zeit so eine Klamottenkaufphase, das ist echt nicht mehr normal. Und ich will euch die Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Ich muss noch dazu sagen, beim Primark, bevor ich das vergesse, habe ich mir eine Lederjacke noch gekauft und beim New Yorker habe ich mir noch eine Winterjacke gekauft. Ich sage euch das nur vor, weil ich glaube, ich werde vergessen, das euch zu in dem Video erwähnen, weil ich bin sehr verpeilt in letzter Zeit, nur damit ihr Bescheid wisst. Zu manchen habe ich, weil ich so schlau und habe Tragebilder gemacht und zu manchen nicht. Also wenn ich welche habe, blende ich euch sie diesmal wirklich ein. Als allererstes möchte ich euch eine Weste zeigen und eigentlich ist das nicht so mein Ding, aber ich habe es der Vivi auch geschickt, einer Freundin von mir, und sie hat auch gesagt, sie erinnert das ein bisschen an Harley Quinn. Und mich hat das auch ein bisschen an Harley Quinn erinnert, deswegen habe ich sie mir genommen. Es geht um so eine Weste und die sieht so aus. Ich fand die so cool, mir hat die so gut gefallen, ich musste die einfach mitnehmen. Die kommt... Ich kann euch das schlecht zeigen, aber ich kann euch ja mal das Muster zeigen. Das hat silberne Pailletten drauf und grüne und blaue. Mich hat das irgendwie an Harley Quinn erinnert. Ich habe auch ein Tragebild gemacht, weil das war eigentlich nur als Scherz, habe ich es angezogen, weil ich die so cool fand, weil meine Schwester hat mir die gezeigt. Oder ich habe ihr die gezeigt, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich die so cool und die war auch auf 10 Euro reduziert. Die hätte nämlich vorher, glätzen wir das mal kurz runter, 50 Euro kostet. Ach du Schande, das hätte ich niemals um 50 Euro gekauft. Könnt ihr das sehen? Die hat vorher 50 Euro ausgemacht und jetzt habe ich sie um 10 Euro bekommen. Und ich finde die echt cool. Es ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich wollte die irgendwie unbedingt haben. Mir hat die gefallen. Dann habe ich mir eine Bluse mitgenommen, die war auch reduziert, auch um 10 Euro. Hätte vorher, vergleichen wir das mal, naja, 16,95 finde ich jetzt nicht so dramatisch. Die habe ich auch auf dem Foto angehabt, was ihr gerade gesehen habt mit der Weste, nur leider sieht man das so schlecht auf dem Foto. Die sieht so aus. Ist eine schwarze Weste, einfach schwarze Bluse, einfach nur für die Arbeit. Und ja, mal gucken. Dann habe ich noch was, was auch für die Arbeit ist, da habe ich jetzt kein Tragebild. Das ist einfach nur so eine Art Pulli und hier am Hals ist dann so eine Schnur. Ich fand das hübsch und dafür habe ich, also für das habe ich 12,95 zahlt. Ich habe das halt braucht für die Arbeit. Ich mag den Stoff, weil ich finde das jetzt für die etwas kühlere Zeit jetzt noch sehr, sehr angenehm für die Arbeit. Ja, und dann halt noch die Jacke, die ihr gesehen habt in dem, nein, die habe ich euch gar nicht gezeigt, ich Trottel. Die habe ich vorher gerade erwähnt, aber die werde ich noch in irgendeinem Outfit-Video euch zeigen. Dann war ich wieder bei Colosseum mit meiner Schwester diesmal. Aber das hatte einen anderen Namen außerhalb vom Geschäft. Das hat nicht Colosseum geheißen, sondern es hat ganz anders geheißen. Aber egal. Ich habe mir da ein paar Sachen gekauft. Ah, ich habe mir auch einen Schal mitgenommen. Stimmt, das habe ich vollkommen vergessen, weil das zu dem einen gleich so gut zusammenpassen wird. Und ich liebe Schals. Und das hat ganz, ganz viele Schmetterlinge drauf. Den habe ich mir gekauft um 5,99 €. Den finde ich echt schön. Der passt so schön in den Frühling. Und ich finde schön, dass er so lang ist, weil ich habe viele, die mir nicht mehr passen. Dann habe ich mir ein Kleid gekauft. Und eigentlich ist das nicht so meins, aber ich kann euch da auch ein Tragebild einblenden, weil ich habe da extra ein Foto gemacht, weil ich mir unsicher war. Es sieht so aus und ist ganz, ganz lang. Für mich ist es noch relativ zu kurz, man sieht es glaube ich auch auf dem Foto, aber ich finde es wirklich, wirklich schön. Ich fand es wirklich schön und es war um 5 Euro sogar reduziert, glaube ich, oder? Ja, 5 Euro reduziert. Es hat vorher sogar, Moment... Jetzt habe ich es abgerissen. Ich kann da durchlesen, dass vorher 20 Euro gekostet hat. Dann nur noch 14,99 € und jetzt 5 Euro. Für 5 Euro kann man da echt nichts sagen. Ich bin froh, dass ich es mir genommen habe. Ich habe da gerade noch Badezusätze gefunden. Upsi. Tja, habe ich vergessen, euch in dem anderen zu zeigen, aber egal. Ja, dann habe ich mir noch eins genommen. Eines in Knallpink. Da habe ich auch ein Tragebild davon. Ich war mir am Anfang unsicher, aber meiner Nichte hat das auch so gut gefallen. Ich meine, in der Kamera kommt es fast gleich rüber, so wie es sein sollte. Es hat auch so eine Kette. Ich habe auch da ein Tragebild für euch. Ich fand das sowas von schön. Es hat mich an die Oberteile erinnert, die ich früher immer so gern tragen habe. Es hat auch so fliegende Ärmelchen. Das ist so schön. Ich finde das echt, echt schön. Mir hat das so gut gefallen. Ich habe jetzt zweimal schön in einen Satz gesagt. Wurscht. Das hat 12,99 € gekostet. Und ich habe das ja mit einer Hotband an, so würde ich es auch wieder tragen. Auf jeden Fall.
Primark. Yeah, da bin ich eskaliert beim Primark. Kann ich euch nur mal so viel dazu sagen. Ich habe mir um 8 Euro eine Disney-Decke gekauft. Ja, das ist so richtig mein Paradies. Es gab auch eine König der Löwen, da habe ich auch erst überlegt, aber mir war die lieber. So sieht das Muster aus davon. Ich muss die erst waschen und dann werde ich sie auf mein Bett legen. Ich freue mich schon drauf. Ah, bin so happy drauf, drüber über die Decke. Ich kann nicht reden in letzter Zeit. Dann habe ich mir eine Tasche genommen, weil ich eigentlich eine zum Fortgehen brauche, weil ich hasse nichts mehr, wie wenn du eine Tasche hast und ich will die nicht irgendwo liegen lassen, wenn ich fortgehe, weil ich gehe eh so selten vor. Das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in die Disco gehe oder so. Aber mir ist das halt sehr stark aufgefallen, wie ich mit Jan in der Disco war, wie er Geburtstag gehabt hat. Und die kann ich halt so richtig gut umhängen. Meine Schwester hat mir die extra eingestellt beim Primark. Wir sind so lange bei den Taschen gestanden. Und die hat da einen Magnet. Also, wir gehen das nochmal zu. So, die hat einen Magnetverschluss. Ich meine, da kann trotzdem noch was rausfallen. Ich habe nämlich einmal fast meinen Lippenstift verloren, wie wir bei Halloween vor 1-2 Jahren, glaube ich, war das, wie wir weg waren. Und ich will nicht, dass mir das nochmal passiert, weil die Versace-Tasche, die ich habe, die nehme ich nie wieder. Zumindest nicht zum Fortgehen. Und da habe ich eben so einen Zipverschluss, wo ich meinen Lippenstift halt reingeben könnte, wenn ich wirklich einen mitnehmen würde. Ja, und da ist genug Platz für Geld und sowas. Passend dazu habe ich mir noch, Moment, ich hoffe, ich finde das gleich. Ja, hier. Das habe ich mir auch noch genommen, weil erstens mal findet man das in der Disco sicher leicht, auch wenn es dunkel ist, weil das so richtig grell leuchtet. Da werde ich mir halt nur ein bisschen was mitnehmen an Kohle und die Karte von mir passt sogar auch rein. Also, ja, das habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, weil das hat auch so einen Haken. Das heißt, also Haken, ich glaube, ihr versteht eh, was ich meine. Das heißt, ich kann den, naja, so rausschauen lassen, ist vielleicht auch eine blöde Idee. Aber da weiß ich immer, dass es noch da ist. Vielleicht ist das ja eine gute Idee so. Bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es. Ich hoffe, das fliegt nicht alles um. Dann habe ich mir noch 2 Täschchen mitgenommen. Eigentlich hätte ich mir die ja nicht kaufen brauchen. Die haben beide jeweils 4 Euro gekostet. Einmal mit Minnie Maus. Ich musste die haben. Ihr wisst ja, was für ein Disney-Freak ich bin. Und einmal, da bin ich nochmal zurückgegangen mit dem Dobi, weil er wollte, ich zeige euch das schnell, wollte die eigentlich auch haben. Dazu komme ich gleich. Und dann habe ich die gesehen, wie wir dort gestanden sind und ich musste die haben. Die ist so schön, das ist die Belle mit ganz vielen Rosen drauf und ich musste die haben. Ich bin, wenn mir eine Prinzessin am besten gefällt, ist es die Belle. Eindeutig. Und deswegen musste ich das haben. Hab da keinen Platz mehr. Und, was auch mit musste, war die Tassilu. Die hat ein bisschen mehr kostet, 6 Euro. Ist schon ein bisschen teuer gewesen, finde ich. Aber ich musste die haben, die ist so süß. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe die unbedingt haben müssen. Unbedingt, weil ich so ein Schön- und das Beast-Freak bin. Und ich bin so happy, dass da ein neuer Kinofilm rauskommt. Dann habe ich mir noch Socken um 3 Euro mitgenommen, weil ich mag die Socken von Primark. Die sind relativ angenehm. Ich hoffe, das sind dieselben, die ich gehabt habe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das sind andere. Egal, es sind Socken. Ich brauche sowieso mehr schwarze Socken. Dann habe ich mir noch gekauft und eine Arbeitskollegin mitgenommen, weil die genauso auf Kackhaufen steht wie ich. Das habe ich auch beim Primark eben entdeckt. Um 4 Euro ein Scheißhaufen Schlüsselanhänger. Ich habe gehabt, ich drehe durch. Gott sei Dank hat der Tobi nochmal zurück wollen, weil sonst hätte ich den nicht gesehen. Bin so happy, dass ich den erwischt habe, weil ich liebe den Scheißhaufen. Der kommt jetzt, weil da ist es runtergegangen, komischerweise. Der kommt jetzt auf meinen Schlüssel, weil den wollte ich euch vorher unbedingt noch zeigen. Dann sind wir schon bei den letzten Dingen, die ich euch zeigen wollte. Ich habe euch ja in dem letzten Primark-Haul schon die Handdesinfektionsgele von Primark gezeigt. Das Schoko und das Red Velvet. Das Schoko habe ich noch einmal gesehen und ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht nochmal mitgenommen habe, aber wurscht. Jetzt habe ich zweimal, weil die sind neu, zweimal das Raspberry mitgenommen. Ich habe auch eins wieder meiner Mom geschenkt. Also habe ich es insgesamt dreimal gehabt. Und dann wieder das Limette. Und ich mag beide. Ich finde beide gut. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich dann bald verwenden werde. Aber ja, ich liebe die Handdesinfektionsgele von Primark. Da geht nichts drüber. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Ja, das war's mit dem Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, Klamottenhauls werden noch öfter vorkommen, weil ich in letzter Zeit... Ja, eigentlich wollte ich erst meinen Klamottenkasten ausmisten und dann erst shoppen gehen. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nichts, wo ich mich wohlfühle. Und jetzt bin ich froh, dass ich so schöne Sachen mitgenommen habe. Die meisten sogar reduziert. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal sagen, was euch lieber ist. Fashion
glaube, also Fashion-Sachen, die ihr einkauft, oder eher so Beauty-Zeug. Könnt ihr mir gerne mal schreiben? So, das würde mich echt interessieren. Ich rede so viel Scheiß heute daher. Ich bin so hibbelig. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!